Ja, noch einmal ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer hier in der Sporthalle Weissenstein zu dem Spiel zwischen Floorball Könitz und dem UHC Grüne Matt. Und zuerst müssen wir uns ganz fest entschuldigen für die Tonprobleme, die wir vorher hatten. Es ist ein Mic gelegen, das haben wir jetzt allerdings behoben. Wir haben heute Abend wie immer zwei Gäste bei mir. Auf meiner linken Seite der Fabian Tres. Er ist seit Urzeiten dabei im Uni-Hockey zu Könitz. Ich glaube, das kann man als Anekdote sagen. Wir zwei haben schon etwa 1984 oder 85 zusammen Uni-Hockey gespielt. Du hast dann bei UHC Lerber Matt verschiedene Funktionen gehabt, hast den Verein noch gegründet, hast dann auch Floorball Könitz mitgegründet und bist jetzt auch als Fotograf tätig für Floorball Könitz, aber auch für den Verband. Und auf meiner rechten Seite der Matthias Grob. Er ist die eine Hälfte des kongenialen Trainerduo von Floorball Könitz und seit 3 Jahren bei Floorball Könitz tätig. Zuerst zu dir, Matthias Grob. Du bildest mit dem Juka Niederhäuser und mit dem Christian Hoffmann und mit dem Mega Golgi seit 3 Jahren ein erfolgreiches U18-Staff. Erzähl uns doch etwas über deinen Werdegang. Ja, ich komme ursprünglich von ULA, Uni Hockey Langenthal Aarwangen. Ich habe dort etwa 6 Jahre Trainer gemacht, von 10 Junioren und 16. Zuletzt noch Nazi B als Assistent mit dem Thomas Ternavski, der ja dann auch zu Könitz gewechselt hat. Und bis jetzt im 3. Jahr hier bei Könitz Floorball U18. Du hast gesagt, du bist seit 3 Jahren im Trainerstaff. Das ist eine lange Zeit. Ist das ein Vorteil oder ist das ein Nachteil? Ich denke, es ist primär ein Vorteil, wenn man so lange mit den gleichen Leuten arbeitet. Man kennt einander, gewisse Sachen sind eingespielt und ja, man hat sich auch gewisse Grundlagen erarbeitet, die man zusammen so brauchen kann. Es ist schon so, dass ich mit dem Juka das eigentlich schon im 8. Jahr bereits mache. Also wir kennen uns noch viel länger als jetzt die 3 Jahre da bei Könitz. Fabian Tresi hat es schon gesagt, du bist das Uni-Hockey-Urgestein, seit über 30 Jahren im Uni-Hockey tätig, in verschiedensten Funktionen, beim Verband, bei den Vereinen, auch selber als Spieler. Was treibt dich eigentlich an, immer dich noch für deine Sportart einzusetzen? Ich glaube, das muss man einfach aus der Zeit aus auch sehen. Am Anfang ist sicher das Spielen im Vordergrund gestanden. Ich habe wahnsinnig gerne Uni-Hockey gespielt, im Gimmer, zusammen mit dir. Und aus dem heraus ist der UAC Lerber Matt entstanden. Und dann ist das Spiel im Vordergrund gestanden. Und nachher sind gewisse Aspekte dazugekommen. Das Vereinswesen, das hat mich immer sehr interessiert. Wie funktioniert der Verein? Nachher durch das bin ich in Chargen reingerutscht. Zuerst im Verein und nachher im Verband, wo ich einen recht tiefen Einblick bekommen habe, wie das, der Sport an sich funktioniert. Ich war nachher im Verbandsgericht gewesen, relativ lang. Und auch dort hat es mich nachher motiviert zu schauen, wie das funktioniert. Ich habe nachher selber ein Nachdiplomstudium JUS angepackt, wo ich das bis zu einem gewissen Grad hat man dort den Ärmel reingenommen gehabt. Und bin nachher immer ein bisschen in neuen Funktionen gewesen, bin am Schluss in der Nationalliga gewesen und auch dort hat es mir gefallen, einfach zu sehen, wie das alles funktioniert. Und jetzt am Schluss hier ist sicher das Gesamtpäckchen von Könitz, wo mir enorm Spass macht, den Sport visuell auch noch können, zu präsentieren als Fotograf. Das ist sicher das, was im Vordergrund im Moment steht. Nebst dem, dass es einfach immer auch noch ein super Ausgleich ist zu meinem täglichen Arbeiten in der Bundesverwaltung, die nicht immer lustig ist. Du hast es jetzt gerade vorhin angesprochen, du bist Fotograf. Mit dem www.imagepower.ch hast du eine Homepage, wo du deine Fotos ausstellst. Wie bist du eigentlich dazu gekommen zu diesem Foto? Ich habe schon ganz früh als Kind mal eine kleine rote Konica-Kamera bekommen und habe dort nachher sehr gerne fotografiert, relativ untalentiert. Ich habe nachher im Gimmer, zu Zeiten, wo es den UAC Lerber Matt schon gegeben hat, eine Diplomarbeit geschrieben in Biologie über Tierfotografie. Und dort hat es mir eigentlich so ein bisschen den Ärmel angefangen. Ich habe nachher das Fotografieren lang zurückgestellt. Ich war nachher in der Funktion als Sportchef bei Floorball Könitz konfrontiert mit der Situation, dass es von diesem Sport eigentlich keine Bilder gibt. Ich habe wieder angefangen zu fotografieren und das ist irgendwie mehr geworden und irgendwie mehr geworden. Bis ich nachher irgendwann Anfragen habe vom Verband, ob ich nicht für den Verband Fotos machen könnte. Und so ist es gekommen, dass ich heute relativ viel Zeit, die ich mit Uni-Hockey verbringe, hinter der Kamera verbringe.
Matthias Grob, kommen wir ein bisschen zu deinen Highlights. Was würdest du in den letzten paar Jahren als deine Highlights bezeichnen? Ja, das ist sicher, sind die beiden Playoff-Serien gewesen, U18, wo wir auch beide Mal mit dem Meistertitel krönen konnten. Das ist sicher ganz klar ein Highlight auch für mich als Trainer. Ja, einmalige Zeit-Playoffs, die das gespielt haben, kennen das. Es ist echt eine coole Zeit und wenn man Meister werden kann, umso mehr. Also das sticht sicher aus allem raus. Ja. Jetzt sollte ich ein bisschen in die Vergangenheit hineinschauen. Wo wir zwei angefangen haben, Uni-Hockey zu spielen, waren die Stöcke noch etwas anders gewesen, als sie das heute sind. Und in dem Sinne die Frage an dich, Fabio, wie hat die erste Stock ausgesehen, der ja wahrscheinlich etwas ähnlich war wie meine? Ich weiß es nicht. Ich glaube, schwarz oder weiß. Etwas anderes hat es dann nicht gegeben. Die Krönung waren nachher die Hausbaustöcke gewesen, glaube ich. Die sind schon innen hoch und nicht gefüllt. Und nachher ist es natürlich relativ rasant gegangen mit der Entwicklung, die man heute ist. Das sind Welten. Und bei dir, wie hat dein erster Stock ausgesehen? Gut, ich habe natürlich ein bisschen später angefangen, vermutlich. Es war ein Unihock, so blau-gelb. Damals hatten sie immer die Kellen, die oben durch so einen gelben Streifen haben, die Unihock-Stöcke. Ja, von dem her schon relativ modern, sage ich jetzt mal. Das Unihockey hat sich extrem gewandelt. Nicht nur die Stöcke haben sich gewandelt, sondern das Unihockey an sich. Wo siehst du in den letzten paar Jahren die grösste Entwicklung, die im Unihockey ist, erfolgt? Ja, ich denke schon, im Tempo ist sicher eine markante Entwicklung, der ganze Physis. Es wird viel physischer gespielt, es wird schneller gespielt. Auch ich finde, taktisch ist es so besser geworden, eigentlich wirklich fast in allen Bereichen. Es ist ein deutlicher Schritt nach vorne. Und an dich auch gefragt, die gleiche Frage als hinter der Kamera. Wie hat sich der Unihockey-Sport in den letzten paar Jahren gewandelt? Er ist sicher viel, viel schneller und viel athletischer geworden. Die Zweikämpfe, die sind viel intensiver. Das freut mich natürlich hinter der Kamera, weil man sieht ja, man einem Foto eigentlich nicht an, ob es ein gutes oder ein schlechtes Spiel ist. Aber die attraktiven Zweikämpfe, die haben sicher zugenommen und damit steigt eigentlich auch die Qualität der Fotos ein bisschen an. Und das fängt sicher als Fotograf, wenn man nachher Fotos hat, die wirklich actiongeladen sind. Das heutige Spiel gegen UAC Grünematt, kommen wir zu dem. Das heutige Spiel ist ein Spiel, das eigentlich von der Affische her klar ist. Grünematt ist 8, Floorball Könitz ist erst. Das sind aber auch immer Spiele, die ein bisschen gefährlich sind. Wie siehst du die Ausgangslage zu diesem Spiel heute Abend? Ja, du hast sicher richtig gesagt. Es ist immer schwierig, gegen so Teams zu spielen. Für diese Teams ist das immer Spiel vom Jahr, Spiel vom Monat. Ich meine, jeder will Floorball Könitz ein Bein stellen und die werden brennen auf diesem Match. Und da ist natürlich wichtig, dass Könitz dem entgegenhaben kann. Ich denke aber schon, dass der René seine Leute richtig eingestellt hat und ich habe da eigentlich keine grossen Bedenken. Und wie ist das Spiel für dich heute Abend hinter der Kamera? Deine Perspektive wollte ich wissen. Das ist eigentlich nicht wie ein anderes Spiel. Ich komme vom Spiel selber relativ wenig mit, weil ich mich auf Sachen konzentriere, wie eben Bildgestaltung, Hintergrund und ich bin auf der Suche nach den Zweikämpfen, nach dem ultimativen Bild, das ich bis heute noch nicht geschossen habe, leider. Aber rein vom Sportlichen her ist natürlich sehr interessant, weil das eine mögliche Affische wäre für ein Viertelfinal. Das motiviert sicher beide Mannschaften sehr. Wo ich etwas Angst habe, ist, dass die Könitzer eher der kommenden Sonntag schon im Kopf haben mit dem Göpp-Halbfinal. Das ist ein bisschen meine Befürchtung, dass der Kopf dort schon ist. Aber ich bin eigentlich überzeugt, dass der René dort die passenden Worte hat, dass zuerst heute Abend gespielt wird. Und von der Rangliste her ist es eigentlich eine klare Sache. Aber das ist schön an diesem Sport. Es muss jeder Match zuerst gespielt werden. Kommen wir zum Resultat-Tipp und da wollte ich nicht wissen, wie viele Fotos du machen willst, sondern wie geht das Spiel heute Abend aus? Also es sind etwa 500 Fotos, die ich pro Match mache. Aber ich gehe davon aus, dass wenn das erste Drittel klappt, dass es ein relativ hohes, klares Resultat gibt, das 8-3 oder so irgendetwas. Fabio sagt 8-3, was sagst du zu dem Resultat heute Abend? Ich sage 7-2. Merci vielmals. Beide Tipps auf einen Sieg von Floorball Könitz, sind wir gespannt. Die Mannschaften kommen jetzt gerade aufs Feld. Bleibt dabei, der Mike Jörg und ich kommentieren jetzt gerade live kommentieren hier aus der Sporthalle Weisenstein. Floorball Könitz gegen UHC Grünematt, das ist Staffische bis gerade.